So, ihr merkt es noch oder ihr werdet es gleich merken, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Es nimmt irgendwie kein Ende mehr, aber ey, ich habe mir gedacht, komm, Videos kannst du ja trotzdem aufnehmen. Denn gerade aktuell gibt es ja wieder so ein bisschen was zu besprechen. Wir haben ein neues Event bekommen. Es ist ja nicht wirklich ein Film, es ist so eine Mischung aus Film und Spiel. Und zwar geht es hierbei um Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures oder wie es zu Deutsch heißt, Jurassic World, neue Abenteuer, verborgenes Abenteuer. Das Ganze ist ein interaktiver Film. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich habe dir das Video mal hier oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Am besten sogar, bevor du dieses Video hier siehst. Denn Achtung, in diesem Video jetzt hier wird wirklich gespoilert. Wir besprechen hier alle Enden aus Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures. Viel Spaß mit dem Video. Von vornherein sollten wir vielleicht mal eine Sache klären, und zwar, wenn ihr euch im Internet herumtummelt, und das werden die meisten von euch machen, aus diesem Grund seid ihr auch auf diesem Kanal hier drauf, das ist ja auch im Internet, werdet ihr sehr viele Berichte davon finden, dass Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures 10 Enden hat. Die Rede ist hier wirklich von 10 Enden und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie ihr auf 10 Enden kommt. Ich habe das Game, wollte ich gerade schon sagen. Ich habe den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen und habe verschiedene Entscheidungen getroffen. Ich komme auf ganze 4 verschiedene Enden und kleiner Spoiler schon mal vorweg, ja, es gibt offiziell 4 verschiedene Enden. Warum wird im Internet also immer, auch auf offiziellen Netflix-Seiten, von 10 Enden gesprochen? Ganz einfach, man nimmt auch die Tode mit als Ende dazu. Das werde ich in diesem Video hier aber nicht machen, weil ich bin der Meinung, dass nur weil Darius stirbt in bestimmten Entscheidungen und der Film dann eben wieder zurückspult und man das Ganze nochmal sich anschauen muss mit der richtigen Entscheidung, ist das ja nicht vorbei, das Abenteuer. Im Endeffekt würde die Geschichte immer noch weitergehen, nur eben ohne Darius, der eben dann gefressen worden wäre. Wir reden in diesem Video von den 4 Enden, die wirklich die Geschichte beenden, die die Geschichte abschließt. Das heißt, wenn wir das Ganze bis zum Ende durchgucken, spielen, wie man immer es auch nennen möchte, dann bekommen wir 4 verschiedene Ausgänge dieser ganzen Nummer. Noch ein letztes Mal hier, ganz große Spoilerwarnung, wir reden jetzt über die Enden. Ich meine, da steht sogar im Titel oben drin. Im Endeffekt muss ich das gar nicht mehr sagen, aber es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, spoilerst du gerade? Und ja, ich spoiler jetzt, genau in diesem Moment. Ab jetzt wird gespoilert. Wir beginnen einfach mal mit dem guten Ende, quasi mit dem besten Ende, das wir herauskriegen können. In der Geschichte geht es ja im Endeffekt darum, dass Owen Grady eine Nachricht von jemandem bekommt, der sagt, hier, für den Fall der Fälle, dass irgendwie ein Notfall eintritt, habe ich einen Bunker errichtet und da sind ganz viele Notfallsrationen drin. Diese Notfallsrationen sind natürlich sehr ansprechend für unsere auf der Insel zurückgelassenen Kids, die halt irgendwie versuchen zu überleben. Das heißt, der ganze Film ist so aufgebaut wie so eine Schatzsuche, dass wir uns dann so von Rätsel zu Rätsel oder von Hinweis zu Hinweis hangeln müssen, um dann eben letztendlich zu schauen, dass wir diesen Bunker irgendwie finden. Wenn ihr es also geschafft habt, das Hidden Adventure, das ist eine spezielle Freizeitparkattraktion, die nennt sich eben Hidden Adventure oder eben verborgenes Abenteuer, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, kommt ihr an den Punkt, in dem ihr euch entscheiden müsst, ob ihr mit der Achterbahn fahrt oder eben mit einem Auto. In meinem vorherigen Video habe ich ja ganz klar gesagt, nehmt das Auto, weil das Szenario wesentlich geiler ist, bleibe ich auch dabei, es hat mir wesentlich besser gefallen. Die ganze Achterbahnnummer wird so ein bisschen seltsam, weil man dann irgendwann anfängt, so ganz komische Entscheidungen zu treffen, die aber aus irgendeinem Grund richtig sind, wie zum Beispiel aus dem fahrenden Waggon der Achterbahn zu springen, nur um sich abzuwaschen, damit der Tarbosaurus einen nicht mehr fangen und töten kann. Diese Entscheidung müsst ihr aber ebenfalls treffen und dann gelangt ihr irgendwann an einen Bunker. Hier gibt es dann nochmal ein letztes Rätsel, meine ich, wo ihr eine Jahreszahl oder eben eine Nummer eingeben müsst. Die Antwort hierbei ist 2005, glaube ich. Straft mich jetzt nicht, wenn es nicht mehr stimmt, aber auf jeden Fall öffnet sich dann daraufhin eben der Bunker und die Kids kommen herein und finden dann eben das unterirdische Anwesen dieses Doktors. Und das Ganze endet eben damit, dass die Kids einen super sicheren Unterschlupf haben, der komplett ausgestattet ist mit allem, mit Nahrung. Ich glaube, ein Fernseher war sogar noch drin, der irgendwie auch noch funktioniert hat. Also das ist wirklich dann so eine Luxus-Suite gewesen. Das ist das erste Ende und quasi das perfekte Ende, das ihr erreichen könnt. Das zweite Ende, welches ihr erreichen könnt, ist dann ebenfalls eigentlich gut, aber für Darius eben nicht so gut. Ihr müsst euch überlegen, ihr selber schlüpft ja in die Rolle von Darius. Das heißt, wir sehen alles, was eben auch Darius sieht. Im zweiten Ende geht das Ganze eben so aus, dass wir als Darius den Tarbosaurus vor dem Rest der Gruppe ablenken, während unsere Freunde in den Bunker hineinrennen, sich ganz schnell alles an Vorräten nehmen und dann eben wieder rausgehen. Das heißt, das Ganze endet eben dann so, dass wir uns auf dem Baumhaus wiederfinden. Aus Staffel 2, meine ich, war das, oder? In Staffel 3 war das nicht mehr da.
ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall, das Baumhaus aus der Serie Jurassic World Camp Cretaceous. Da sitzen dann eben unsere Freunde dann zusammen und alle außer Darius waren eben in dem Bunker unten gewesen und er fragt dann eben ganz neugierig, ja, was waren da alles drin? Und dann essen sie zusammen und im Endeffekt ist das auch noch ein glückliches Ende, nur dass eben Darius selber nie in dem Bunker gewesen ist. Und deswegen, ja, es geht noch besser. Das ist nicht das perfekte Ende, aber immer noch ein relativ gutes Ende. Ich habe euch ja erzählt, dass es insgesamt 4 Enden gibt. Dieses zweite Ende tatsächlich kann man aber nochmal aufsplitten auf, naja, eigentlich auf 2 verschiedene Enden. Denn auch hier gibt es 2 verschiedene Varianten, die hätten passieren können, wenn ihr eine bestimmte Entscheidung getroffen hättet. Was meine ich damit? Naja, das Szenario bleibt im Endeffekt gleich. Also unsere Helden bleiben eben dann auch in dem Baumhaus und haben dann eben ihre Nahrungsmittel gefunden. Wenn ihr allerdings kurz zuvor im Hidden Adventure Abteils des Jurassic Worlds Parks, wenn dann da diese Tafeln aufploppen, wo ihr Fragen stellen könnt, was ist der perfekte Lebensraum für Dinosaurier oder erklär mir etwas über die Nahrung der Dinosaurier. Wenn ihr hier auf Nahrung klickt, lernt Ben im Laufe dieser Geschichte, dass Ankylosaurier Mangos sehr gerne essen. Wenn ihr das Ganze dann eben weiterspielt und dann eben so beendet, wie wir es jetzt auch eben gerade davor besprochen haben, packt Brooklyn plötzlich eine Packung Mangos aus, getrocknete Mangos aus und gibt sie Ben für Bumpy, der eben dann Bumpy mit diesen Mangos füttert. Das fand ich sehr interessant und hat mir auch sehr gut gefallen, dass so eine Kleinigkeit dann irgendwie noch Auswirkungen auf später hat. Hätte ich gerne mehr davon gesehen. Aber das fand ich einfach schon mal ganz nett, dass wir eben auch als Zuschauer dann eben lernen, aha, Ankylosaurier mögen also Mangos. Und ich glaube, Darius erfährt das ja zuallererst. Er gibt das dann aber, Brooklyn steht noch neben ihm, deswegen weiß sie das auch. Und er erzählt es danach später aber auch noch, wenn das Bumpy anscheinend auf Mangos steht. Und dann gibt sie eben ihm diese Mangopackung. Fand ich eben sehr nett. Und der vierte und letzte Ausgang der Geschichte ist dann natürlich das böse Ende oder eher das schlechte Ende. Es ist immer noch eine Kinderserie, das heißt, nein, hier wird keiner zerrissen oder eben zerfetzt. Wie gesagt, die ganzen Tode sind auch irgendwie als Ende gelistet. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es mir mal in die Kommentare unten rein. Wenn ich auch mal über alle Tode in dem Film sprechen soll, mache ich dann gerne. In dem letzten Ende geht es aber eben einfach nur darum, dass die Kids es eben nicht schaffen, den Unterschlupf des Professors zu finden, hineinzugelangen und eben die Vorräte zu bekommen. Das heißt, sie landen im Endeffekt wieder hungrig in ihrem Baumhaus und haben eben keine Nahrungsmittel. Das Ganze ist dann aber sehr charmant gelöst, weil dann, glaube ich, Sammy war es gewesen, dann einfach anfängt zu erzählen, naja, wir haben jetzt zwar nichts zu essen, aber wir haben immer noch Erinnerungen, die uns zusammenschweißen. Und ich dachte mir so, oh, ich würde dir jetzt einfach so ins Gesicht treten, wenn du mir das gesagt hättest. Die haben nichts zu essen, nein. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses Ende vielleicht sogar das optimale Ende wäre, um es dann weiterzuführen für kommende Staffeln der Serie. Weil ich meine, diesen Bunker hatten sie auch in der Serie einfach nie gefunden. Deswegen wäre das Ende vielleicht sogar das perfekte Ende für die späteren Staffeln. Ich weiß, der Film ist nicht Kanon zur Serie, aber trotzdem würde das wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Ich habe es persönlich zu Beginn, als ich das Ganze zum allerersten Mal geschaut habe, geschafft, das perfekte Ende zu spielen. Also ich habe den Bunker schon direkt am Anfang gefunden, aber auch nur, weil ich durch die Trailer schon so ein bisschen beeinflusst war. Ich meine, ich fand die Achterbahnfahrt im Trailer ganz cool. Später fand ich die nicht mehr so geil, weil das so dieses seltsame eben, die Entscheidung zu treffen, wir springen aus dem fahrenden Waggon, weil wir uns waschen müssen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu... Das war ein bisschen zu seltsam. Aber ich habe auf jeden Fall den Bunker ganz zu Beginn gefunden und ich habe es auch wirklich geschafft, bei der allerersten Entscheidung, bei der wir sterben konnten, damals zu sterben. Das war nämlich der Punkt gewesen, wo Darius die Entscheidung treffen sollte. Warten wir hinter diesem Felsen oder hinter dem Baumstamm oder rennen wir weiter? Und ich wollte weiter rennen und dann kam Baryonyx und hat mich gefressen und dann war das auch wieder vorbei. Jetzt bin ich mal auf deine Entscheidung gespannt. Hast du es denn geschafft, direkt ohne ein einziges Mal zu sterben, diesen Film zu beenden? Was war dein Ende gewesen? Schreib mir alles in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Und lass mich eben wissen, ob du Interesse daran hast, dass ich auch nochmal über alle Tode dieses Films spreche. Dann wahrscheinlich auch ein bisschen fitter als jetzt heute. Ich hoffe, es war dennoch erträglich gewesen, mir zuzuhören mit meiner verschnupften Nase und allem drum und dran. Ich... für immer krank. In diesem Sinne bin ich aber raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.